Ihr wollt jetzt auf den nächsten Spieltag. Ihr habt euren Akku, ihr habt eure Airsoft. Aber wir müssen natürlich den Akku noch laden. Und wie das geht, das erklären wir euch heute. Dazu braucht ihr natürlich ein ordentliches Ladegerät als allererstes Mal. Wichtig ist, dass ihr hierbei nicht spart und nicht ein Billigladegerät für 20 Euro oder sowas kauft, sondern kauft euch ein ordentliches Ladegerät, das verschiedene Funktionen hat. Wir haben hier das Bugatti B6 Proline in der zweiten Generation. Das Gerät gibt es auch von anderen Herstellern. Ich glaube, unter der Bezeichnung IMAX oder so kann man das auch kaufen. Und das Praktische an diesem Gerät ist, dass es viele Funktionen hat, die vor allem eine lange Lebenszeit vom Akku gewährleisten. Wenn ihr hier nämlich beim Akku spart und euch oder hier eben beim Ladegerät spart, könnt ihr euch dafür alle halbe Jahre einen neuen Akku kaufen, was natürlich teurer ist. Entsprechend wollen wir jetzt das Ladegerät mal aufbauen. Wir haben hier einmal unseren Adapter mit den ganzen verschiedenen Ansteckern. Uns interessiert jetzt aber hier nur den DT-Stecker, weil wir hier einen Akku mit DT-Anschluss laden werden. Dazu schließen wir erstmal Minus und Minus an und Plus und Plus, also Schwarz auf Schwarz und Rot auf Rot. Aha, jetzt gedacht. Farben tun sich da vielleicht ein bisschen schwer. Dann schließen wir noch das Gerät an Strom an und schon startet es. So. Wenn wir jetzt hier gucken, sind wir direkt im Menü fürs Lipo-Laden. Wir können mit diesem Gerät auch NMHA-Akkus laden oder Lithium, Lion und was weiß ich alles. Von daher ist das Gerät auch praktisch, wenn ihr andere Hobbys habt, außer Airsoft. Oder eben verschiedene Akkutypen. Wir haben jetzt hier verschiedene Modi, mit denen wir den Lipo laden können. Das ist jetzt einmal hier eine sogenannte Lipo-Charge-Funktion. Das ist ein einfaches, stumpfes Laden vom Akku. Wir pumpen einfach Strom in den Akku rein, bis er voll ist. Dann haben wir die sogenannte Lipo-Balance-Funktion. Das ist die Funktion, die wir hauptsächlich benutzen. Also Finger weg von der Lipo-Charge-Funktion. Die ist nicht so gut für eure Lebensdauer wie die Lipo-Balance-Funktion. Weil bei der Balance-Funktion wird die Spannung zwischen den verschiedenen Zellen auch ausgeglichen, was eine lange Lebenszeit vom Akku gewährleistet. Dann haben wir die Fast Charge Funktion. Hier gilt das gleiche wie für die Charge Funktion. Nur dass sie das gleiche schneller macht, ist halt nicht gut für euren Akku auf Dauer. Dann haben wir die Storage Funktion. Die ist ganz praktisch, wenn ihr euren Akku mal für längere Zeit nicht benutzt. Zum Beispiel, wenn Winterpause ist, dann könnt ihr hier eben den Lipo auf die Lagerspannung setzen. Hier dann einfach die Spannung einstellen und mit welchem Strom ihr das Ganze machen möchtet. Ganz wichtiger Punkt hierbei, oder generell, wenn ihr einfach vom Spieltag heimkommt, könnt ihr direkt den Akku wieder auf die Storage-Spannung setzen. Einfach nur, um die Lebenszeit vom Akku zu erhöhen. Wenn ihr aber regelmäßig spielt, ist es auch kein großes Problem. Wenn euer Akku eben mal kaputt ist, könnt ihr ihn auch ganz bequem mal entladen mit der sogenannten Lipo-Discharge-Funktion. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn ihr den eben wegschmeißen müsst beim Baumarkt oder so, dann muss der vorher entladen werden. Dafür ist diese Funktion ganz gut. So, uns interessiert jetzt aber, den Akku voll zu machen. Dafür benutzen wir die Lipo-Balance-Funktion. Wir holen dazu den Akku, den wir gerade eben schon mal parat hatten hierbei, und gucken uns mal die Kennwerte davon. Wir haben hier einen 11-1er-Lipo mit einer Kapazität von 1300 mAh. Wir wollen diesen Akku laden mit einer Entladerate bzw. einer Laderate von 1 bis 2C. Das heißt, wir nehmen die 1300 und teilen sie durch 1000. Das ist dann ein Strom von 1,3 Ampere. Das ist dann eine Laderate von 1C eben. Oder wenn wir sagen, wir wollen ein bisschen schneller laden, wir haben es eilig, wir haben vergessen, unsere Akkus zu laden, weil wir gestern noch ein bisschen feiern waren, dann können wir auch bis zu 2C benutzen, also bis zu 2,6 Ampere bei diesem Akku. Würde ich aber nicht dazu raten. Also es ist im Prinzip, ist es jetzt hier ein Kompromiss zwischen Lebensdauer und wie lange brauche ich für meine Ladevorgänge. Ich lade persönlich mit 1C, also 1,3 Ampere. Das können wir jetzt hier im Ladegerät einstellen. Das ist praktischerweise schon eingestellt, aber ich zeige es jetzt trotzdem, wie das gehen würde. Wir drücken hier einmal den Startknopf und dann können wir eben hier unseren Strom einstellen. Hier brauchen wir eben die 1,3 Ampere, wie gerade angesprochen. Mit einmal Enter gehen wir eben weiter und können dann die Spannung auswählen, beziehungsweise die Anzahl der Zellen. Also 2S steht für die Anzahl der Zellen. Bei 7,4 Volt sind es eben nur 2 Zellen und bei 11,1 Volt sind es 3 Zellen. So, haben wir das alles eingestellt. Bestätigen wir es mit Enter nochmal. Und dann schließen wir den Akku an. Als allererstes, ganz wichtig, zuerst den DNT-Stecker anschließen. Und dann
den kleinen weißen Anschluss, das ist nämlich der eigentliche Ladeanschluss, im Nachgang. So, das kann man hier an der Seite machen, das ist ein idiotensicheres Prinzip, kann man gar nicht verwechseln. Dann starten wir den Ladevorgang, indem wir einfach hier den Enter-Knopf nochmal gedrückt halten. Und dann warten wir, bis hier Confirm steht und dann drücken wir nochmal die Starttaste 2 Minuten und zack. Damit läuft der Ladevorgang. Ganz wichtig für euren Ladevorgang, lasst den Akku nicht unbeaufsichtigt. Das heißt, geht nicht aus dem Haus, schlaft nicht und macht nicht irgendwelche unanständigen Sachen nebenher. Auch wichtig, nicht so wie hier jetzt, also wir zeigen gerade, wie ihr es nicht machen solltet, sucht euch einen feuerfesten Untergrund. Das heißt zum Beispiel Steinuntergrund oder eben irgendetwas, was nicht leicht entzündlich ist, weil dieser Stoff hier, ich glaube, den könnte man ziemlich schnell abkokeln. So brennt nämlich dann nur der Akku ab und nicht die ganze Bude. Es empfiehlt sich dafür auch, sogenannte LiPo-Safe-Bags zu besorgen. Die würden dann auch hier nochmal die Sicherheit ein bisschen erhöhen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Ding hier konstant eine Bedrohung wäre. Wenn das Ladegerät dann fertig ist, wird es auch nochmal kurz anklingeln und der Ladevorgang wird vom Gerät automatisch abgebrochen oder gestoppt. Dann könnt ihr den Akku einfach wieder abstecken, indem ihr zuerst den weißen Stecker abtrennt und dann den roten Stecker. Und so könnt ihr das für alle möglichen Akkus machen. Have you ever felt? Are you listening? Damn.